Webbasierte Informationssysteme entwickeln sich beständig weiter. Die ersten Systeme waren daraufhin optimiert, statische, einfache Seiten auszuliefern. Sie sehen hier eine Grafik, die zeigt auf der Y-Achse die Komplexität eines webbasierten Informationssystems und auf der Zeitachse, wann es in etwa oder relativ zu anderen Techniken erschienen ist. Sehen Sie hier eine Grafik, die in etwa qualitativ die Evolution von Webanwendungen skizziert. Auf der Y-Achse die Komplexität, auf der X-Achse die Zeit relativ zu anderen Techniken. Am Anfang waren die einfachen, dokumentenorientierten Systeme. Die Systeme, die danach kamen, die waren interaktiv, Beispiel Fahrplanauskunft, transaktionsorientiert, Beispiel Online-Banking oder E-Shopping oder Workflow-basiert. Die nächste Generation von Systemen wird als kollaborativ bezeichnet, E-Learning-Plattformen, Virtual Team Rooms, Unternehmensportale. Wieder eine Generation weiter, die Systeme, die wir heute kennen und die sehr populär sind, ermöglichen sozialen Austausch, sind aktivitätsorientiert und Vertreter, die sie benutzen, sind Facebook und Twitter. Semantisch noch darüber stehen die deduktiven Systeme, die in der Lage sind, einfache und komplexe Schlussfolgerungen und Wissensverarbeitung zu betreiben. Die Dienste, die mittlerweile auf dem Internet angeboten werden, sind nicht nur vielfältig, sondern binden eine große Menge von Nutzern ein. Hier sehen Sie den Überblick über eine Internetminute im Jahr 2019. In einer Minute wurden zum Beispiel 3,8 Millionen Anfragen an Google gestellt, 390.000 Apps geladen, vielleicht 1 Million Euro online gespendet, 47.000 Menschen waren bei Twitter eingeloggt. Ich gehe im Folgenden auf einige Herausforderungen von solchen Systemen ein. Herausforderungen für Suchmaschinen. Was soll gecrawled werden? Also was soll in dem Index gespeichert werden, sodass man es später findet? Wo soll es gespeichert werden? Welche Zugriffsmöglichkeiten soll es darauf geben? Die Herausforderungen reichen von Inhaltsaufbereitung, Ausfallsicherheit und Antwortverhalten bis hin zum Ranking. Mit den Farben bzw. von oben nach unten stelle ich die steigende Schwierigkeit der Aufgabe dar. Optimales Ranking oder Anordnen von Dokumenten, sodass wir aus Milliarden von Dokumenten, die unsere Schlüsselworte enthalten, genau diese auf der ersten Seite finden, ist vielleicht die größte und am besten gelöste Aufgabe bislang. Nachrichtenportale haben andere Herausforderungen als Websuchmaschinen. Es fängt an mit dem automatischen Layout der Texte und wird schwieriger, wenn es darum geht, große Foren automatisch zu moderieren und Anfragen zu beantworten. Auch die algorithmische Textgenerierung, sei es für Standardereignisse wie Wetterberichte oder Börsennachrichten, sind immer noch eine Herausforderung. In jüngster Zeit ist auch das automatisierte Fact-Checking in den Fokus gekommen. Hierbei geht es darum festzustellen, ob ein Sachverhalt wahr oder falsch ist. Solche Technologie kann in Foren, aber auch bei der Textgenerierung eine große Rolle spielen. Die Herausforderungen im E-Commerce fangen bei der Produktsuche, Bestellung und dem Status-Tracking an, gehen über sichere Abwicklung der Bezahlung, eine faire Produktkäufer- und Verkäuferbewertung, aber letztendlich bis hin zur Überprüfung juristischer Grenzen. Das kann beliebig schwierig werden. Denken Sie daran, dass es Geschäfte gibt, die im Internet nicht erlaubt sind oder die vielleicht überhaupt nicht erlaubt sind, wie der Organhandel. E-Commerce-Plattformen dienen zur Abwicklung von Geschäftsprozessen zwischen Unternehmen und Kunden. Manchmal finden Sie die Bezeichnungen gemäß den Rollen B, C, A und G bzw. B, C, A und G. Und Business-to-Business wird dann als B2B abgekürzt, Business-to-Consumer als B2C. Das erste ist die Bestellung eines Unternehmens bei einem Zulieferer, das zweite der Kauf einer Privatperson im Onlineshop. Für webbasierte Informationssysteme gibt es noch eine ganze Reihe mehr von Herausforderungen. Ein paar habe ich hier genannt. Retrieval und Ranking zählt ganz klar dazu, aber auch die Entwicklung hin zu Sprachein- und Ausgabe. Informationsvisualisierung soll helfen, Dinge besser zu erkennen und schneller zu erkennen.
Personalisierung für adaptive Query-Expansion oder das Erkennen und Vorhersagen von Benutzerverhalten spielen eine große Rolle. Viele dieser genannten Punkte hier sind Forschungsschwerpunkte unserer Arbeitsgruppe.